Hi und herzlich willkommen Leute zur neuen Folge Road to LK. Und ja Leute, schon fast ein Running Theme hier, dass meine ganzen Folgen immer zu spät kommen, besonders meine immer. Und ja, diese Folge ist wie immer nicht am Sonntag gekommen, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, wenn ihr unten in der Beschreibung guckt, falls ihr die Folge später guckt. Die Folge kam am Montag, aber keine Sorge Leute, dafür gibt es halt eine Entschädigung. Und zwar kommt halt Jules Folge auch heute, deswegen sind es dann zwei Folgen an einem Tag. Ja, quasi doppelt so viel Road. Ich weiß, es hat Shit, weil die eigentlich ja gestern kommen sollte, aber es hat nicht geklappt, weil ich noch was für die Schule machen musste. Und, ihr wisst ja den ganzen Shit, den man immer hat. Deswegen, ich werde, es ist auch nicht lange her, dass ich jetzt von Road to LK aufgenommen hat und irgendwie stocke ich gerade, ich bin behindert. Auf jeden Fall ist es nicht so lange her, deswegen hat sich das auf mich so sehr fein gesehen. Können wir diesen ganzen langweiligen Talk am Anfang fast schon skippen? Ich zeig mal hier, HBM nicht weitergekommen. Ach, ich hätte auch einfach so switchen können. Heldenprobe nicht weitergekommen. Schade, eigentlich. Dungeons, wenn überhaupt, höchstens ein paar Expert mehr, aber auch nicht viel mehr. Ich sweep halt immer noch das hier, weil es mir am meisten Schaden bringt. Helden können wir direkt gucken. Also, Gebäude kann ich euch schon mal jetzt vorwegnehmen. Hat sich nichts quasi geändert. Nur ab und zu, keine Ahnung, Goldlager oder so hoch. Also, kann man vergessen. Hier, Ari ist es fast 69 und er hat fast einen 6er. Fähigkeit und Medusa hat schon eine 5, weil ich weiß nicht, ob es schon in letzter Folge so war. Der Rest sollte ganz gleich sein, also wie zur letzten Folge. Einmeißlungsmäßig habe ich auch nicht viel getan. Also da habe ich nur wieder mal ein bisschen die Kürbishexe gepusht. Ich könnte aber mal die Medusa ein bisschen pushen, weil ich sie ein bisschen wenig pushe. So. Ich kann euch auch gleich direkt sagen, sowas wie verschollenes Reich, nix, ey. Also da tut sich echt nicht viel, weil ich halt echt nicht viel verschwundenes Reich spiele. Ihr seht auch, ich habe 300 Stamina. Oh, ich habe sogar 40 mehr. 400 Stamina, geil. Weil ich die ganzen Karten benutze, weil das verschwendet halt Platz und das bringt nichts. Ganz kurz noch, Leute. Join fucking Rudies. Hier, Hashtag Rudies, unsere Gilde. Ihr wisst nicht, ihr müsst 500 spenden hier. Ich kann schon mal zeigen, das ist dort der Road-Account, gell? Ist ganz easy. Ich habe gerade eine Wochenspende hier. Ach, das ist mein Aufnahme-Button. Genau da. Ach, fuck. Ja, ihr seht es ja selbst. So, 500 Splitter spende ich und habe schon quasi die Wochenspende erfüllt. Ich spende natürlich ein bisschen mehr. Aber das kann man ja selber entscheiden. Wo bin ich gerade eigentlich? Ich bin hier. Platz 4. 6800. Also es geht eigentlich ganz klar. Events machen wir auch eigentlich immer alle. Wir kommen bei den Gildenkriegen. Hier Platz 1. Geht mit der Knappheit. Geht. Und ja. Also ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, unsere Gilde zu joinen, falls ihr euch einfach daran interessiert. Haha, alles klar, Leute, bitte zitiert mich ja nicht. Falls ihr einfach daran interessiert seid und generell, falls ihr meine Gilde wollt und einfach mit uns interagieren könnt, wir sind da relativ aktiv. Ich werde jetzt hier einen kleinen Raid machen, allein schon, weil das Questboard das von mir verlangt. Ich weiß gar nicht, ob es 3 Flammen-Raids sein müssen. Ich glaube, nein, weil das sind einfach 8 fucking Raids, die ich tun muss. Ja, das ist auch so, Leute. Wenn ihr einfach so eine Quest bekommt, 10 Millionen fucking Raids machen, denkt euch auch nur so, nö. Skippe ich, aber ich skippe jetzt mal nicht besonders auf dem Boot-Account, wo ich immer noch, immer noch, das ist unglaublich, immer noch hier. Ach, verdammt, ich bin auch dumm. Hier natürlich. Immer noch, der Scheiß. Leute, ihr müsst mir verzeihen. Ich bin dumm wie Scheiße. Das ist das Problem. Das ist auch immer ein Problem in meinem Leben. Ich bin dumm wie Scheiße. Das fucking 5er Kriegsrot noch rumliegen habt. Und es gibt keinen, dem ich es geben kann. Keinen. Gibt's doch dem, den, ja, gibt's den Donnergott, am Arsch. Ibatep? Nein. Ibatep? Nein, ich wollte gerade nur den. Nein. Ich will nicht das wieder sagen, du kannst. Ich benutze Ibatep als Flächendamage. Ich komme einfach nicht drauf klar. So. Also, sobald ich irgendwie, keine Ahnung, Rudolf, was weiß ich, Vlad, Santa Boom und was weiß ich noch was rolle, dann bekommen die das. By the way, Leute, ich glaube, ich würde sogar auf dem Gargoyle machen. Wenn ich schon mal mehr schaffe. Aber mal sehen. Nicht, dass ich irgendwie mal was Gutes rollen würde, weil ich habe, Überraschung, in diesem gesamten Jahr bis jetzt noch keinen einzigen lügenden Helden gerollt. Und ich denke, wir haben schon die 20. Yep. Das heißt, ich habe eine gute Idee. Wir machen Heldenprobe und wenn ich ein paar Gems zusammenkratzen kann, dann rollen wir in dieser Folge noch einmal. Dann hat sich auch was Spannendes in dieser Road to 100k Folge getan. Wir haben ein bisschen was bei Heldenprobe gemacht, da ist ein bisschen Ruhmpunkte kann man auch noch bei Ruhm. Und dann kann ich später in Ruhe das Questboard machen. Und ja, es ist ja nicht viel, es fehlt.
genau, so jam-technisch, hier Spiel. Und ich versuche es auch alles One-Take. Ich will deswegen nicht die Folge noch weiter verzögern. Manchmal erscheint es mir anscheinend schwer, normale Sätze zu verfassen. Gott, ey, jetzt hat die Schule wieder angefangen und ich bin komplett gefickt, also so mental komplett. So, Donnergott haben wir easy geschafft und direkt Gems ist geil. Wie fehlen uns? 20 Gems fehlen uns. Leute, schaffen wir das? Easy. 20 fucking Gems und nur in Anführungszeichen 6 Mal habe ich, glaube ich, noch. Ach, es müsste klappen, es müsste klappen. Wenn es klappt, wäre es so nice. Dann haben wir einfach genug um einen Hellsohn. Und ich spüre da was, Leute. Da habe ich was im Urin. Da kommt was Gutes raus bei dem Roll. Ach, wenn es ein Ska wäre. Das wäre krass, aber ein Grimm. Scheiße, wenn es ein Grimm wäre, aber nee, ich will jetzt hier nicht rumtrollen, da werde ich eh nichts bekommen. Und wenn ich es überhaupt schaffe, die Gems zusammenzukratzen, so. Könnte auch sein, dass die Folge generell ein bisschen leiser ausfällt, fällt mir rein. Das wäre ein bisschen schade, wenn meine Stimme nicht so prägnant wäre. Donnergott wieder, der hat uns ja letztes Mal Gems gebracht. Das ist die Scheiße, Donnergott. Er trifft eure Helden, eure Gebäude, alles Mögliche, bevor er überhaupt da ankommt. Deswegen ist ein ziemliches Stück Scheiße, sagen wir jetzt mal. Ich hätte einfach Donnergott einen 4er Bollwerk geben können. Ja. Aber ich habe es halt meinem Drax gegeben. Heilige Scheiße, leck mich. Da sind die erstmal auf die Mauer gegangen. Da könnt ihr es vergessen. Wieder Champion. Hoffentlich diesmal Gems und nicht fucking Ruhmpunkte. So. Also, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, dass man jetzt die ganze Zeit nur dem Champion zusieht, wie er gegen meine Base kämpfe, generell verhält. Ich trinke, by the way, jetzt mal, Leute. Das Wasser, das uns nicht gesponsert wurde. Also, falls uns irgendeine Wasserbranche, wahrscheinlich eine Wassermarke, Wasserfirma, jemand in der Branche, der das Wasser verkauft, sponsern will, kann uns gerne sponsern. Ja. Ich roll eh nur Triton, von daher. Pff. So. Punkte, so nix. Da hört man kein Tongeräusch mehr, hoffentlich. Das wäre geil. So. Jetzt in diesen Folgen rede ich einfach immer so viel Scheiße, gucke sie mir im Nachhinein ein und denke mir nur so, bin ich behindert? Und dann gucken sich manche Leute auch an, ganz an. Das ist nice. Also, wenn mehr Leute es gucken würden, hätten wir natürlich ein bisschen, naja, mehr Lust auf so Folgen und ein bisschen mehr Motivation. Und ja, weil die Folgen meistens halt ein bisschen länger ausfallen, ist halt so shit, weil man kann natürlich nicht jedem zutrauen, dass er sich so eine lange Folge anguckt. Wobei lang jetzt relativ ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich gleich einen kurzen Cut setzen, ich weiß nicht. Fucking Kürbis, der Zug, meine Helden sind ja alle tot und so werde ich es versuchen, aber der wird mich komplett ficken. Es sei denn, die Debuffs der Kürbishexe. Nope, 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 nope. Ich bin tot. Ich weiß nicht, einfach 20 Gems fehlen uns. Das schaffen wir direkt beim ersten Mal Gems und bekommen einen Scheiß bei dem Rest. Ach, verdammt. Gut, dann ist es halt Lost Battlefield. Ich habe einfach noch alle Spielmodi für heute offen. Da kann man in der Folge ein bisschen was machen, weil es einfach nicht. Oh, ein gegnerischer Kürbis so geil. Schade, dass sie kein 5er erquicken hat. Komm schon. Stopp. So, easy. Easy, so. Ach, das Team ist auch nix. Also so absolut gar nichts. Ja, hier, meine Medusa sollte es eigentlich solo schaffen, aber gut. Kann der Atlantico zum Profi rerollen, obwohl ich hätte den Sinsel angreifen können, aber gut, ist mir jetzt auch egal. Champion mit 0 Punkten. Easy, so. Das erste Team ist eigentlich immer so ein Easy Win, das ist ganz gut. Vorbei, das ist voll scheiße, dass ich immer gewinne. Nein, so. Ja, der fickt mich vielleicht, verdammt. Wobei Phantom 5er Streuung. Medusa ist halt. Nur normal mit Loser unbesonders sein. Sein Center Boom kann mich mal, Alter. Das ist richtiger Wichser. Also, bisschen was an Punkten bekommen. So, ich kämpfe gegen Wiedergänger. Weil Wiedergänger ist ein bisschen scheiße, finde ich. Also, er ist doch relativ nice. Er ist eine genervte Version der Kürbis-Hexe quasi. So. Komm schon. Als ob die einfach nicht zum fucking Pro kam. Heilige Scheiße. Fuck, da hat er gewonnen. Aber das war ein knapper Schuss. Ich glaube, wenn ich das nochmal neu mache, also wenn ich jetzt verliere und nochmal neu gegen ihn kämpfen müsste, dann würde ich es vielleicht sogar schaffen. Mal sehen. So, Medusa ist wieder MVP. Most valued player natürlich. So.
Rakax, trotz seines vierer Bollwerks, so ein Lappen. Snowzilla kommt zurück und stirbt. Geil. Wobei, ganz kurz, also wir versuchen uns einmal eine Medusa. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen den wie länger mal zu machen und dann einmal fast weg. Oh! Geil! Huhu, da wird einem ganz warm ums Herz. Ich werde natürlich noch nicht abbrechen. Da jetzt vielleicht. Oh, okay, tschüss. Ach, leg mich. Na gut, erster Tag. Schon mal so viele Punkte, wie ich letztes Mal nach 3 Tagen hatte, weil ich einfach so viele Tage vergessen habe. Da haben wir nochmal ein bisschen was gerissen. Events ist gerade nichts am Start. Gilde gibt es gerade auch nichts zu tun. Flaggen kann ich wieder auffüllen. Nö, alles voll. Ich könnte übrigens mal zeigen, by the way, falls jemand interessiert, was für Spells gerade stehen. Ich mache gerade den Ares-Koller auf 4 und ich kann halt 4 Spells lagern. Das war, glaube ich, schon im letzten Video so. Arena spiele ich halt echt gar nicht, gell. Nur immer so, dass ich halt die fucking Versuche angerechnet bekomme. Aber wir können mal eine Runde Arena machen. Ausnahmsweise, damit um das Video zu beenden, machen wir mal eine Runde Arena. Komm, haben wir alles Mögliche gemacht. Haben wir nochmal die Succubus drin. Die würde den Core ziemlich gerade ficken. Und hat ein Mino. Das ist krass. Also ich glaube, ich bin gefickt. Ist auch mit seinem PD. Also wenn ich dieses Team jetzt besiegen kann, wäre richtig krass. Aber ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Da sieht man mal, die Kupfsucht ist kein bisschen OP. Ach, sein SK ist aber ein richtiger Hurensohn. Mal sehen. Also erstmal, by the way, familienfreundliche Show des Jahres. So. Ach, fuck, Medusa. Ach, komm schon. Scheiße. Mal gegen den hier, Mr. Sirius. Den habe ich schon seit 5 Jahren hier rumgammeln. Moment, der hat einen Drakax drin. Will er mich verarschen? Also sogar wenn dieser Drakax dann 5 mal Boy weg ruht, ist der unten. Ach, der Kriegsgott Talent hat, wird er nichts an Schaden machen. Das ist einfach unglaublich, wie schwach Drakax ist. Ja, easy hier. Können wir siegen, dann haben wir auch mal gewonnen in Arena, weil warum auch zum fucking Fick nicht? So, ich werde diese Folge jetzt noch versuchen, ein bisschen zu schneiden und heute noch hochzuladen, dass ihr meine Folge bekommt und die von Julio. Es ist schade, dass ich dies eher, genau, das erste Mal seit der Serie überhaupt eine Woche ohne einen neuen legendären Helden habe. Ist halt shit. Mal sehen, ich versuche dann halt nochmal hier meinen Gems zu rollen und irgendwas von meinem Kriegsrot zu bekommen, weil es geht doch nicht, dass ich vom Kriegsrot rumgammeln habe. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, also Mauern wurden ein bisschen mehr auf 13 gepusht. Die eine ist auch sogar aus Versehen auf 15, weil da hatte ich gedacht, nee, ich will jetzt 15 werden und ich pack mal rum. Also habe ich sie nie mal auf 15 gemacht. Aber gut, dann habe ich eine Mauer weniger, die ich auf 15 machen muss. Okay, dann müssen wir sehen, Leute. Ich weiß, diese Folge vielleicht wieder nicht so viel war und wieder zu spät kam. Verdammte Scheiße, ey. Aber es lag nicht diesmal nicht an mir, es lag an der Schule. Ah, das ist die Schule der Schule. Okay, das tut mir einfach diese Folge dann wieder nicht so Töfte war, aber ja, Leute, danke fürs Zusehen. By the way, checkt mal die ganzen Videos aus. Ich weiß, das Multitanker-Video kam so unterschiedlich gut an. Also, es gab zwar keine Dislikes drauf und generell scheint es ziemlich gut angekommen zu sein. Nur manche, die ich so kenne aus dem persönlichen Kreis, haben gesagt, Clickbait, also auf jeden Fall, by the way, Leute, ganz kurz, Clickbait, naja, wir haben es ja erstens aufgeklärt, es soll mehr als so treu Video gedacht sein, dass wir vielleicht auch so einen Freund schicken können, um ihn zu verarschen, aber keine Ahnung. Wir verdienen auch keinen Cent dran, also, ach, ich weiß nicht. Egal, Leute, denkt darüber, was ihr wollt. Wir beenden die Folge, indem wir ganz kurz den Ares nochmal ein bisschen hier einmeißeln, weil warum nicht? Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Die Folge ist wieder ein bisschen zu lang, dafür, dass ich nur Scheiße gelabert habe und fast nichts gemacht habe. Aber hey, danke fürs Zusehen.